Fortnite hat mit dem neuen Update richtig viele krasse neue Gegenstände ins Spiel reingebracht, wie unter anderem das Trommelgewehr, die Hadesketten und die Minischilde. Das war es aber noch nicht gewesen. Und zwar, es gibt auch die speziellen Midas-Automaten, die wir auch in dieser Runde gefunden haben. Und ich sage euch, ihr werdet niemals glauben, was wir hier bekommen haben. Nämlich, wir machen die Only Drum Gun Challenge. Wir dürfen nämlich nur das Trommelgewehr benutzen. Wer am Ende mehr Kills macht, bekommt 500 Euro. Und wir müssen natürlich die Runde gewinnen. Let's go! Creator God Study! Das neue große Midas-Update ist in Fortnite reingekommen. Midas ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Alles wird Gold und es gibt die neuen Midas, neuen Items in Fortnite. Und wir werden heute die Midas-Only-Challenge machen. Seville, erklär den Leuten, was wir heute machen werden. Wir dürfen heute nur die Midas Drumgun spielen, ja, die Hadesketten und die neue Schildbubble Junior Item. Genau, Leute. Also wir dürfen heute wirklich nur only die Drumgun verwenden. Und am Ende... Oh Gott, hey, warte mal. Denke, wir hatten so viele. Also Heal und so ist natürlich erlaubt. Movement-technisch würde ich sagen, safe, ist auch erlaubt. Aber Damage-technisch dürfte jetzt wirklich nur die Drumgun nutzen. Oder halt die Hadesketten. Halt oder halt Hadesketten, ja. Aber jeder, der die Hadesketten schon mal getestet hat, weiß, die sind absoluter Schmutz. Die sind echt nicht so gut, Leute. Da muss ich ehrlich... Die sind leider wirklich Müll und ich frage mich gerade, was ich hier mache. Ich gehe, Bro, ich auch nicht, deswegen gehe ich jetzt mal zur Yacht, warum ich hier gelandet bin. Junge! Weil da gibt's die Midas Drumgun. Oh, Jungs, guter Loot. Ja, ich muss leider auch hier einen kleinen Abstecher machen. Und zwar, ich werde mich jetzt auch zur Midas Yacht gehen. Und mal zwar, gucken. Es gibt ja den neuen Boss. Oh, ja, Gott. Du bist down, wenn du down bist, bist du down. Bro. Dann war's das, Seville, es war's. Bro, ich bin, oh mein Gott. Hier sind Leute, Bro, ja, die sind vor mir. Es sind halt da Leute, ich habe keine Zeit. Bro. Oh Gott, hier sind auch Leute. Oh mein Gott. Nein. Bro. Digga, wie bist du vor mir bei Midas? Ja, es hat alles eine. So, ich habe auch eine, danke. So. Leute, wir haben jetzt die gute... Warte mal jetzt. Ja, das ist schon mal gut hier. So. Und der nächste, nice. Okay, das war easy. Hast du einen Kill oder was? Nein. Leute, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Nein. Oh, oh, oh. Wo ist der? Junge, hier ist ganz... Junge, hier ist ganz schön was los auf der Yacht, Alter. Ja. Ich weiß aber jetzt gar nicht. Oh, Sven hat ihn gekillt, glaube ich, Leute. Wie viele Kills habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß es, Leute, gar nicht mehr. Ja, Junge, du hast einen Kill. Nee. Hä, wie habe ich denn nur einen Kill? Let's go! Okay, du hast noch einen gefinisht. Du hast zwei, ich habe zwei tatsächlich. Ey, komm mal mit, komm, wir gehen in Midas seinen Tresor rein hier. Junge, lass Midas seinen Tresor rein, Bruder, da ist eh nichts drin. Was laberst du? Junge, jetzt auf einmal willst du zusammenarbeiten oder was? Ich werde mir die 500 Euro schnappen und wir müssen natürlich logischerweise auch am Ende die Runde gewinnen. Und, so sieht's aus, komm mal mit, da vorne ist er nämlich. Oder halt alleine gewinnen. Ja, ist ja egal. Wie. Ja, warum rennst du denn nicht hin? Warum rennst du nicht hin zum Tresor, hä? Weil ich den Tresor immer vergessen wurde. Hä, wo ist denn der? Junge, der ist auf der anderen Seite. Was? Da, hä? Ja, die Schildbubbles, neue Schildbubbles hier. Ja, es ist jetzt auch nicht so ein gutes Item, bin ich ja, ehrlich. Ja, ich sag dir, das ist zum Rotieren ist das sehr, sehr gut, weil du kannst das theoretisch auch auf Dings werfen. Stani weiß nicht mehr, was Rotieren ist, Freunde. Das du kannst es auf Autos Tresor werfen. Aha, okay. Und... Ah, nee. Und was hast du? Nichts. Nee, Leute. Schwierig, was ich ja auch mitnehmen soll. Zwei Schildtränke muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich sag so, ehrlich, zwei Schildtränke muss ich mitnehmen. Und jetzt muss ich los. Ja davor zu, Leute. Hä? Nein. Was denn? Nein. Was ist passiert? Oh mein Gott, warte mal. Was denn? Es könnte sein, dass hier dieser mythische Midas-Automat ist. Laber nicht. Warte mal. Warte mal. Hä, hey, ich pack rum. Oh, ich kann nicht fliegen. Oh mein Gott, Leute! Ist der Gott. Ist der legendär? Aufrüsten auf legendären Grad mit goldener Lackierung. Ja, man kann es nur einmal machen, schade. Hä? Bro, ich kann jetzt mit dem Midas Touch meine Waffe upgraden, so wie früher. Let's go. Ich hab's gemacht. Ketten. Ey, da wurde jemand da wurde rebootet, Leute. Oh, ey, schön hier. wegen deiner. Ey, Junge, was packen meine Flügel rum? Junge, weil du. Ich sag nichts dazu. Aber wir haben jetzt schon mal die erste Stufe zu absolut overpowerten Midas-Waffe. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben noch nicht die Maximalstufe erreicht. Das ist das Ding. Ja. Es gibt eh noch mehr von diesen Teilen. Leute, die können wir auf der Map nämlich finden. Ja, man muss doch auch. Oh Gott, die machen gerade den Boss, Leute. Die machen, glaube ich, gerade den Boss, ja.
Ich sag dir nur eins, Seven, man muss noch was sehr, sehr Spezielles machen, um wirklich die perfekte Midas-Waffe freizuschalten. Okay, mir ist es auch nämlich egal, denn ich habe gerade zwei Leute geholt. Stani geht auch zu den Leuten direkt. Leute, da muss man direkt mitmischen. Oh, Stani am Kills machen. Nee, er will den Boss. Nee, Bro, da sind mir zu viele gerade. Okay. Da sind mir zu viele. Hä? Und das Ding ist, ich sag dir ehrlich, ich habe die größte Bluffwaffe. Ich muss meine Midas-Waffe unbedingt upgraden. Ich habe kein Visier drauf. Ja, ich auch nicht. Aber die können wir in den Tresoren upgraden, Leute, nachher. Digga, was geben die Lakaien mir für einen Hit, Digga? Ja, die haben die Bosse stärker gemacht. Aber hundertprozentig. Ja, die haben die Bosse hundertprozentig, also hundertprozentig stärker gemacht. Digga. Ich denke mal, Sam ist echt down. Junge, was laberst du? Das wäre gut. Digga, Junge, ey, der Alto, der mit seinem Lebensraub. Ich hab keine Muni mehr. So! Down. Hast du einen Kill? Ich hab nächsten Kill. Okay. Egal. So. Bei mir! Bro, ich hab 22 HP, ich bin gleich down. Oh mein Gott, zwei Leute, ich muss weg. Oh Gott, ich bin weg. Oh mein Gott. Oh, die gehen gerade mit Zeus auf dich. Die gehen gerade mit Zeus auf dich, Seville. Und ich hab keine Munition mehr. Einer ist cracked, sehr gut. Leute, sieht gar nicht gut aus für mich. Ich hab keine Munition. Oh, da ist eine Munitionskiste. Vielleicht können wir den holen, warte. Nächster down. Ey, das gibt's nicht. Ja, egal, Leute. Ich heal mich erstmal auf ganz entspannt. Wichtig. So, zack. Hast du die Medaille? Nee. Da sind nur hier einige Gegner. Wo denn? Wo? Okay. Hä? Also, du weißt nicht mal, wo die Gegner sind. Von über mir! Bro, die... Ach, Digga. Die waren einfach über mir, Bro. Also, da kann ich nicht mitmischen. Gerade, ich bin down. Was? Bam! Nein, er hat ihn. Und ich habe sogar, Leute, die legendäre Münze. Ja, das ist okay. Easy peasy. Das kann natürlich passieren, Freunde. Ja, aber ja, ja. Junge, der Typ war aber auch lost gewesen. Der wollte nämlich, ich check's auch nicht warum. Was wollte der denn? Der wollte mit den Hadesketten auf mich gehen, Leute. Und ja, jeder weiß, ja, die Hadesketten ist der größte Bluff, den Fortnite mal wieder reingebracht hat. Die sind so schlecht, leider. Ja, dass die Dinger hier. Aber auch nicht. Die sind peinlich. Also, ich werde die auf jeden Fall nicht spielen. Ich check das nicht, warum die so schlecht sind, Freunde. Aber ist egal, wir suchen jetzt nach Midas seinem. Du hast 5 Kills? Ja, ja, natürlich. Junge, du hast doch nur Bot gekillt. Wann hast du denn die 5 Kills gemacht? Boah, vorhin schon. Wann hast du denn die 5 Kills gemacht? Hä? Junge, kann ich dir doch jetzt nicht verraten. Ich muss auf jeden Fall meine Waffe jetzt auf legendär machen. Ja, das. Vielleicht findest du ja den Automaten. Ja, dann kriegst du die mythische. Ja, das wäre natürlich geisteskrank. So, Freunde, wir müssen. Oh, das sind Gegner. Oh. Seville down gleich. Ey. Nein! Ey! Stani mal wieder, wollte Junge, du bist der größte Killstealer EU-West. Junge, das war mein Kill. Was redest du? Er sagt Killstealer, das war ganz klar mein Kill. Warte mal. So. Okay, Freunde, wir müssen was machen. Ich muss wirklich jetzt was machen. Ich muss nämlich auf die maximale Midas OP-Stufe geht! Das mache ich jetzt auch gleich, aber ich heal mich noch kurz. Leute. Ich sag ehrlich, Leute, ich brauche keinen Heal. Ich werde jetzt hier schön auf die ultimative Midas OP-Waffe gehen. Ach, Digga, also ich sag dir ehrlich, er tut so, Leute, als ob das jetzt was. Junge, Seville, ich wäre down. Ich sehe, Seville, ich wäre down. Wo ist er? Das wäre geil, Leute, das wäre geil. Junge, du checkst gar nicht, was ich jetzt mit der Midas Waffe mache. Bro, er sniped. Ja, denn, Junge, dann heul ich dich rum, dann bist du down und dann heißt es, Stani, ich bin down, ich bin Loser, ich bin Loser. So, Freunde, wir gehen jetzt hier ran, jetzt wird erstmal ein Rotpunktvisier raufgehauen, dann wird Trommelmagazin, dann holen wir uns nämlich das hier, Leute, den vertikalen Handgriff für noch mehr Damage. Ah, stark, Stani. Und wir holen noch die Mündungsbremse, die auch schon drauf ist, die auch nochmal unseren Rückstoß verringert. Das heißt, wir haben jetzt... Die stärkste Drumgun. Ja, wir haben jetzt eine absolut geisteskranke Kombination, Freunde.
Wir haben jetzt eine der besten Kombinationen, die wir aktuell mit der Drumgun spielen können. So Leute, wir lassen das Visier. Nachladegeschwindigkeit erhöhen wir. Wir machen auch den Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Da merkt ihr schon, Freunde, bei Seville setzt was aus. Aber was laberst du? Bro, was juckt mich, wenn ich mehr Magazin habe? Ich kann dann schneller nachladen. Das finde ich viel wichtiger. Hä? Okay. Meiner Meinung nach. Ja, deine Meinung nach. Deine Meinung interessiert hier aber keinen. Bro, weil ich hab 8 Kills. Junge! Wo hast du die ganzen Kills hier auf einmal? Leute, also bis jetzt sieht's gut aus für uns. Muss ich sagen an der Stelle. Also ich will nicht sagen, also ich bin der Meinung, Re-Rap, du hast einfach nur die ganze Zeit Bots gekillt. Ja, Bots oder nicht Bots ist doch egal. Ach, das ist jetzt egal. Oh Gott, das buggt hier gerade bei mir. Bug, Leute. Easy. Mal. Oh Gott. Ich weiß noch, wo so ein Midas-Automat sein kann. Da habe ich nämlich meine Tricks, Leute. Ja. Wo so ein Automat sein kann. Junge, guck mal, es leben noch so viele Leute, ich sag dir ehrlich. Das ist das Gute. Ja, es leben echt viele. Aber es ist noch alles drinne. Aber gut, wenn du, außer du findest jetzt den Midas-Automaten. Nein, was macht der da? Nee, der ist nicht so. Was macht so der einfach da? Zu finden. Was mache ich denn? Was willst du? Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Junge? Junge, ich brauche unbedingt Flügel. Ich brauche irgendwas Movement-mäßiges, Freunde. Sonst ich habe auch keine Flügel mehr. Schlecht aus. Warte mal, ist hier nicht Restored Reels? Ja, doch. Okay, hier ist noch mal. Oh, da sind Schüsse vorne. Schüsse. Ey, ich brauche. Oh Gott, nein. Weil ich brauche unbedingt. Bro, die fahren mit der Minischildbubble und fahren gleichzeitig Motocross. Okay. Ja, da würde ich vielleicht reingehen. Weil. Nee, dann haben wir nämlich. Nee, du, dann haben wir das Ganze hier gleich geklärt, Leute. Dann haben wir nämlich das Ganze hier gleich geklärt. Wenn. Ich habe gar keine Muni, Digga. Seville down geht. Junge, was laberst du? Ich versuche einfach Munition. Okay, Trick 17, Leute. Trick 17. Auto angefordert. Was hast du jetzt aktiviert? Was ist das, was du gemacht hast? Auto angefordert. Okay. Aber da sind Gegner. Hier sind komplettes Team. Ich muss auch ein Auto anfordern. Wusste ich nicht. Ich muss jetzt da reingehen. Es hilft alles nichts. Also ich habe keine Munition, ich habe 31 Schuss, das war's. Was ist da vorne für Loot? Und da ist der Automat? Warte mal, sag mir nicht, dass der Midas Automat. Bro, hier sind 2 Automaten bei mir. Wo? Nein! Okay, das ganze Team da, Leute. Ich glaube, ich werde da nicht reingehen. Warte mal. Sag mir nicht, dass es der Midas-Automat ist. Bro, ich check's nicht. Wie komme ich hier zu dem. Warte mal. Oh Gott, die pushen, Leute. Midas-Dienststation, jawohl! Jawohl! Oh Gott, Leute, ich muss weg hier. Legendäre Jumpgun! Ich muss weg hier. Bro, und ich heile mich noch kurz und aktiviere auf ganz entspannt den Riss. Aber hast du auch mal die anderen Automaten hier angeguckt? Nee. Hier ist nämlich, oh mein Gott, was ist das hier, Freunde? Was nein! Was ist das für ein Automat? Oh mein Gott! Digga, als ob das der ist. Das ist der Midas-Automat! Junge, der ist ultra selten. Das Ding ist... Bro, ich wurde gerade in der Luft gesniped. Ja, hast du Pech. Das Ding ist, das Problem ist, Bro, er verkauft nur Dings. Wusste ich gar nicht. Er verkauft nur epische. Ich dachte, er verkauft mythische. Was? Weil es gibt ja laut den Datenfiles... auch mythische Drumgun, aber wo gibt's die auf der Karte? Hä, ich check's nicht, Bro. Ich wollte nur anmerken, ich wurde einfach in der Luft komplett gesniperino. Mit Flügel oder ohne? Ohne Flügel. Okay, das ist gut. Ja, das waren. Ja, das sind Schwitzer, ich sag ehrlich. Ja, stark, ich geh da nicht rein. Ja. Ja, Bro, ich belebe dich wieder. Ich muss genau da lang gehen und da ist er. Guck mal, ich belebe dich wieder auf Fairness. Ja, auf Fairness. Aber du hast ja noch ein bisschen Vorteil. Du hast ja noch ein bisschen Vorteil, weil ich... Leute, wisst ihr, warum ich ihn wiederbelebe? Ein Grund. Weil Bro, ich gehe in die Zone, die sind genau da. Junge, die waren hier die ganze Zeit, du Dummschüler. Nein, waren sie nicht. Doch, die waren hier die ganze Zeit, Real Rap. Die waren hier die ganze Zeit. So. Junge, ich hab die doch gesehen. Ich hab die doch nicht mal... ich bin direkt weggegangen. Ich hab gesehen, wie die geschossen haben, wie die gespielt haben. Weg. Weg.de, Alter. Weg.de. So. Und jetzt werde ich dich hier rebooten. Und dann werden die wahrscheinlich da dick Auge machen. Aber das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, weil... Wir haben einen Stunny am Reviven hier. Wir machen hier ganz entspannt.
Aber ey, das, dieser Midas-Automat, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Schlecht. Ich dachte, weil den, no. den zu finden ist so selten. Ja. Ich check's nicht. Da bin ich echt übel enttäuscht. Ich dachte jetzt, wir kriegen die mythische. Ja, weil nee. Die mythische ist wirklich deutlich nochmal stärker. Ja. So, ich hier. Schau mal kurz die epische Drumgun, bitte. Ja, guck mal hier, so fair bin ich. Aber Leute, ich lass jetzt hier... Bro, die schießen in der Luft auf... Ey, ja, ich lass die Karte jetzt, ich lass auch die Dings hier liegen. Oh, du hast mir sogar meine Dinger gedingert. Na, nimm jetzt nicht die Medaille mit. Nimm jetzt nicht die Medaille mit. Nee, nehme ich auch nicht. Junge, ich habe jetzt keinen Bock, dass die mich hier gleich pushen, weil Savvy die Medaille mitgenommen hat. Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Bro, guck mal, die gehen zur Medaille. Ja, safe, safe, safe. Digga, die Savvy gleich wieder mich. Down. Die schießen auf mich, ich muss abhauen. Die wollen die Medaille. Bro. Und wo... Ich hab... oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Junge. Ich hab 10 Mets. Ich hab genau 10 Mets. Und, nein. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Oh Gott, die pushen, ich bin weg. Ja, ich ja, bin ja. weg, Leute. Bro, das... Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Also ich sag dir ehrlich... Also bei denen werde ich definitiv nur Third Party machen. Lass mich rein, lass mich Junge, rein. Junge, weg hier. Vor uns. Hier. Ja, egal. Wo denn, vor uns? Ja, hier links. Hier. Ja, Bro, den hol ich mir. Junge, du solltest dich lieber erstmal heilen, Seville. Junge! Ja. Dein Ernst, Seville? Was denn? Was denn? Was habe ich denn gemacht? Bro, pass auf, die kommen hinter uns gleich. Die Leute. Ey, 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 warte, nimm mich ja, mit. Jetzt auf. Nö, 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 nö. Nimm mich doch mit, hä? Junge. Junge, du bist so ein ekliger. Bro, das. Ja. Du bist ey. So ein ekliger. Die kommen hinter uns. Auch nochmal. Auch nochmal gute Sachen hier. Komm, ich nehme mal harte seine Ketten mit, warum auch immer. Was? Da war. Okay. Sind da noch Gegner? Nee, oder? Bro, die Medaillenträger kommen gleich übelst zu uns. So. Bro, wo sind die Medaillenträger? Junge, die sind hier auf jeden Fall vor uns irgendwo. Ich könnte mir vorstellen, dass die... Ja, da kommen sie, warte, da kommen sie. Ich sehe sie, Freunde. Ich sehe sie. Okay. Huh. Ist hier weg. Wo sind die denn? Okay, der eine kommt, der kommt alleine, Leute. Der pusht alleine, weil er ping sich mal, was... Ping mal, ping mal. Ja, ja, warte. Ich kann nicht pingen, dann sieht er mich. Dann sieht er mich. Er kommt jetzt gleich den Berg hoch. Er kommt jetzt gleich den Berg hoch. Chill, chill, chill. Rechts, oder was? Links, von links, von links. Er chillt da gerade. Zwei kommen gleich den Berg hoch. Chill, 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 chill noch, chill noch. Und rauch, ja, rauch, rauch. Bro, die sind vor mir. There's one, there's one. Ja! Nice, einer ist down. Nice. Hier auf den hier links. Ja. Oh, da kommt noch einer, Bro. Ich einer muss kommt hoch. Digga, ey, das ist unglaublich. Er hat mich einen Sniper-Shot wieder gegeben. Hab ein. Bro, bei mir! Digga, ey, Mann! Hast du ihm Damage gegeben? Ja, Bro, der ist low! Wo ist er? Hier! Ja! Yes! Let's go! Nice, niemand! Bro. Oh Gott! Junge, dieser blöde Typi, Junge! Ich kann sogar noch... Also ich sag ehrlich, normalerweise müsstest du auf Kills verzichten. Weil ich dich gerade zweimal wiederbelebt habe. Ja, um's, um's fair zu machen. Das ist echt korrekt, das ist echt korrekt. Oh Gott. Oh, die treffen auch alles, Junge. Okay, da vorne sind noch welche. Ja, die fighten gerade. Dicke ja, Fights gerade da vorne. Dicke Fights. Ja, ja. Okay, die lasse ich erstmal. Ich muss erstmal hier komplett den ganzen Loot hier mitnehmen. Wo haben die denn überhaupt? Ja, oh, hier ist was. Junge, die haben alles. Medkit. Und. Meine Medaille lassen wir natürlich nicht klauen. Ja, nimm die mit, wenn du willst. Alles gut. Also Ehrenmann, Stani, dass er mich zweimal gerettet hat, Leute. Echt Ehrenmann. So, wo sind jetzt die anderen? Hier unten? Einer down, einer down, einer down, einer down. Letzter anfreunden. Letzter anfreunden. Ja, okay, ja. Ist das der letzte? Ja. Das ja, okay, ist der letzte. Ja, das ist der letzte. Ja, aber Bro. Ich mach Skybase, ich mach Skybase. Ich hab 10 Kills, ich mach nix. Du hast 10 Kills? Ich hab 10 Kills. Wenn du den Kill machst, sind wir unentschieden. Ja, also das Bro, muss... ich will mich mit dem anfreunden, warte.
Bro, das musst jetzt du für dich entscheiden, ne? Das musst jetzt du für dich entscheiden. Ich versuche mich anzufreunden. Versuch dich anzufreunden? Mach ich. Brauchst du Skybase? Ich brauch Skybase. Bro, ich werd gleich Pickaxe von oben von der Skybase. Ich hab zu Not noch eine Flowberry. Komm am Bett oder du kommst hoch Skybase. Na, warte, ich will tanzen. Weil wir die... Oder oh, Bro, oh, der macht mich gleich down. Ist das ein Spieler? Oh Gott, der ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist. Junge, wie du fast down bist? Nee, ich hab ja auch ein Emote gemacht. Also ich war ja stillgestanden. Okay, ich hab Full Skybase. Hast du Skybase? Ich hab Full Skybase. Alter, Bro! Das Problem ist, der wird mich runterschießen. Ja. Schießt er dich runter? Oh. Aber ich lenk den auf mich, ich lenk den auf mich. Junge, ich seh ihn. Ich lenk den auf mich und auf Correctness. Ich will nur einen Schuss geben von hier oben. Ja, pass auf, aber der ist, glaube ich, schon fast weit. Aber mach nur einen Schuss. Ja, ich mach nur einen Schuss. Junge, schießt die überhaupt so weit? Die Jumpgun? Ja. Also deine Schüsse kommen schon an. Bro, der ist direkt vor mir. Ja, warte. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist. Glaubst du, das ist ein Spieler? Oh, ich treff nicht. Oh Gott. Hast 19. Getroffen? 19. War white, ne? Nee, 19 Schild. Ah, okay. Dann hast du noch ein paar. Dann hast du noch ein paar. 19, nochmal. Ja, ich glaube, das ist ein Bot, Bro. Ich sag dir ehrlich, also so schlecht, wie der spielt. Nochmal 19. Ich benutze auch nochmal die Zipline. Oh. Bro, der Typ benutzt die Zipline die ganze Zeit. Hoch, runter. Ja, oder er will dich veräppeln so ein bisschen. Nee. Bro, ich glaub schon, dass es ein Bot ist. Aber ich bin mir auch nicht zu 100%ig sicher. Junge, was willst du von da oben jetzt machen? Mach den low. Ich will den in der Luft abschießen. Warte, ich mach einmal Spitzhacke. Okay, ja, der ist doch immer white. Warte, der ist doch immer, ich mein blau. 19, er ist cracked, ist er cracked. 19. Ist er white? Ja, warte. Soll ich noch einmal spitzhacken? Ja, mach. Okay, warte. Ich mach einmal. Digga, er baut so, damit ich so... Okay, jetzt hab ich... Er ist auf jeden Fall white. Bro, du hast verkackt. Warum? Der war Dings, der hat noch 40 Leben gehabt. Ja, das ist ein Bot, Bro. Das ist ein Bot, Junge. Das ist ein Bot, guck mal, glaubst du? Der Bot macht Seville fertig, Leute. Digga, was laberst du? Hallo, Botti. Hallo. Hey, Botti. Digga, er baut besser als ich. Junge, Botti-Boy. Botti. Ich bin gleich down. Ich rede mit dir. Bekommt der eigentlich Damage, wenn wir den mit den Ketten ziehen? Wahrscheinlich schon. Yeah, ja, zieh den. Warte, ich zieh den. Bro, zieh den mit der Kette, das war's. GG. Also, ich sag ehrlich, unentschieden, ich hab dich eigentlich gecarried. Ja, also ich bin muss ehrlich. Sagen, Stein hat mich echt dick gecarried, Leute. Zweimal wiederbelebtes Wild. Ich hab zwar mehr Kills, aber ja, mal unentschieden. Lasst ein Like und ein Abo da, checkt Seville Junior ab, das war's gewesen. Tschüss, bitte.